Sharpness 3, Knockbacks 3. Was? 6. Okay, jetzt ist gerade ein Villager einfach in Luft aufgelöst. Hm? Knockback 2, Looting 3, Unbreaking 3, 16 Level. Bist du schon wieder zu Hause? Ich? Ja. Ja. Hm. Können wir kurz schlafen da? Shit, 16. Ja. Hä, hattest du mal einen kleinen Streich noch mitbekommen? Oder warst du da schon da? Was für ein Streich? Ich hatte eine Schiene umgestellt. Nö, war alles ordentlich. Ja, ich hatte die Aktivierungsschiene umgestellt, dass du immer weitergefahren wirst in den Tunnel rein, wenn du es nicht mitbekommen hättest. Ach so, das? Nö, ich steige immer vorher aus. Ach so, du steigst per Hand auf. Hm. Na gut. Nee, jetzt ist sie wieder an. Ich hab sie wieder angemacht. Ich bin ja nie blöde. Das. Boah, ey, wo kommen denn die ganzen Zombies her? Keine Ahnung, ich komme jetzt übrigens auch zurück. Ich hab mal so um die Hälfte der Villager gefühlt reduziert. So, hier wollte ich auch noch weitermachen. An sich wären das eigentlich eine gute Menge gewesen, da hätte ich halt nicht vergessen, dass sie sich immer gerne ineinander stellen. 5, genau. Ich wollte mich um... Was wollte ich mich kümmern? Um das Dorf. Gibt es vieles, was man machen könnte? Dorfmob haben. Na gut, so viel ist es jetzt auch nicht. Wir hatten Minecraft eigentlich übrigens. Wir hatten eigentlich gerade das Minecraft einfach losgeschickt. Wie losgeschickt? Ich bin bei mir zu Hause. Ich auch. Mir ist ein leeres Minecraft gerade entgegengekommen. Was? Mit Tool? Ein leeres Minecraft ohne alles. Nö. Das kann dann von mir gewesen sein, dass das wieder zurückgebumst ist, aber... Wäre ja seltsam. Normalerweise halten die ja oben an. Jetzt jetzt wieder hoch? Nee. Das wäre ja was. Nee, meine beiden sind da oben. Meine beiden sind da oben. Ich wäre jetzt gerade auch beinahe nach da oben gefahren. Jetzt fährt das eine Minecart wieder zurück. Ärgert doch die Minecarts nicht so. Die können nichts dafür. Das sieht so lustig aus. Da oben hängen einfach mal Lianen in der Luft. Ich habe aus dem Baum nur 2 Saplings bekommen. Was ist denn das für eine Scheiße? Alter, Minecraft spart auch nur noch, wo es geht. Nee, die wollen einfach, dass man, wenn man Dschungel hat, dass man ihn wahrscheinlich nicht unendlich vorzüchten kann. Ne, aber das liegt an dem Fast Love Decay Plugin. Aber trotzdem ist, hey. Naja. Ja gut. Das ist ein bisschen teuer. Was? Ich will meine Angel reparieren. Wartet mal, wie viele Level das kostet. 33. Was? 33. Woher weißt du das? Ja, weil nach 30 Standard immer 33 ist. Und wenn du schon so anfängst mit dem Jagu, dann kannst du ein hohes sein. Ja, aber 30 die Stufe hatte ich nicht. Zum Beispiel. Ich hab Pufferfische, die puffen. Puff, puff, puff. Palim, palim. Was mache ich denn jetzt? CO2, lass mich ran. Du hast dir jetzt alle möglichen Karotten genommen. Nein. Ey, eigentlich bin ich der Einzige. Ich habe mir auch das ganze Weizen genommen. Vorher noch für die Tiere. Das wächst nach. Ja, eben nicht, wenn der Chunk nicht geloadet wird. Ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Villager Dorf bauen war das, was du machen wolltest. Ja, aber ich wollte noch irgendwas. Ja, das auch. Jetzt weiß ich, oh, ey, ich renne aus dem Haus raus. Und ich weiß sofort wieder, was ich wollte. Wenn du wieder drin bist, weißt du es nicht mehr, oder wie? Doch, doch. Die braucht... Nee, warte mal. Die nicht. Wie mache ich denn das? Brauche ich andere Steine dazu? Also kann ich das noch nicht machen. Das gucke ich mir den Mob-Farm nochmal an. Darko könnte ja mal noch ein Gehege für Schafe machen. Oder besser gesagt, ein paar mehr Gehege, dass wir bunte Schafe uns irgendwo halten können. Muss ja nicht direkt beim Tiergehege sein. Weil da können wir auch unterschiedliche Elevator immer machen. Ich bin für 16 verschiedene Gehege. Ja, und die müssen auch nicht allzu groß sein. Was ist die höchste Power-Verzauberung? 4? Ja. 5? Ne, 4 oder 5? 5 müsste das sein. Gibt ja Sharpness 5 und dann Power 5 auch, oder wie? Okay. Müsste Power 5 sein, ja. Ja gut, keine Ahnung. Und ich wollte schon wieder alle Bücher mitnehmen. Wirklich die ganzen Schafe alle separat drin? Natürlich. Ich hätte ja einfach alle auf einer Weide. Nein, Schafe müssen unterschiedlich getrennt werden. Das ist Minecraft-Gesetz, weil wir so farbig sind. Wir machen hier keine Rassentrennung. Doch. Jetzt teilen nicht in Schwarz und Weiß auf. Doch. Also jetzt erst recht, weil Darko strikt dagegen ist. Darko ist bestimmt auch so ein Mensch, der würde der Merkel die Füße küssen. Was? Die verschrumpelten Dinger? Weiß man's? Ich sag nur so, das Druckmittel ist nur die richtige Frage. Wer hat Erde für mich? Ich kann mal schauen, ob ich Erde habe. Ich guck selber nach bei dir. Ich müsste irgendwas finden, um dich wieder aussperren zu können aus meinem Grundstück. Ah, so ist das. Dann sperre ich dich aus all dem Gebauten aus, was ich gebaut habe. Ich hab Erde. Ich hab ein bisschen Erde. Jetzt hast du keine Erde mehr. Wofür brauchst du so viel Erde? Also jetzt wirklich, wofür brauchst du so viel Erde? Im Bildstoff habe ich auch noch ganz viel Erde versteckt. Ja, unten in der Kiste, das habe ich gesehen, das wollte ich aber auch fürs Dorf lassen. Oh mein Gott, wir haben so hart reingelacht mit dem einen Farming Villager. Mit dem zweiten, den ich noch extra wollte, oder mit welchem? Nee, mit dem ersten. Okay. Der verkauft Suspicious Stew. Und ich habe jetzt zweimal von... Was bitte? Diese... seltsame Suppe, oder was? Ja, und zwar zwei verschiedene verkauft, ja. Und die sind beide geil. Die eine gibt für 4 Sekunden die Night Vision, die andere Regeneration. Dir ist schon klar, dass man die einfach selbst machen kann? Ja, aber wir könnten jetzt auch einfach kaufen. Nee. Für wie viel? Ein Emerald. Boah, verarsch mich nicht. Weißt du, wie viel das ist? Da kann man das wirklich selber machen. Einen roten, einen braunen Pilz, eine Pilzfarm anlegen und dann die Pflanzen dazu. Das ist viel einfacher, als wenn du jetzt ein Emerald dafür bezahlst. Komm gleich wieder. Ja. Das ist ein bisschen Wucher für so eine Suppe. Ich finde es in Ordnung. Also ich würde die dort nicht kaufen, da würde ich mir die selber herstellen. Aber jeder kann ja machen, wie er möchte. So, ich muss euch ja dann morgen oder vorm nächsten Mal aufnehmen, die neue IP geben. Jo. Darf ich nicht vergessen. Oh, jetzt ist dieser hässliche kleine Popel hier auch wenigstens weg. So. Oh, hier, wenn ich das schon wieder höre. Spahn positiv getestet auf Corona. Mhm. Ihr wisst, wer Spahn ist, oder? Ja. Ich habe auch irgendwas gelesen, Maas oder Spahn wollen ja jetzt für die Sache mit dem Corona-Kack halt, ja, dass einer von beiden möchte gern Sonderrechte haben. Unbegrenzt. Spahn hat sie schon. Unbegrenzt. Achso, unbegrenzt nicht, aber das ist Spahn, ja. Mhm. Sprich, der kann dann über den deutschen Bürger frei entscheiden, wie er sich zu verhalten hat. Und das ist asozial. Dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn der Bundestag irgendwann brennt. Ich dachte so, diese Regelungen können eintreten, sind ja auch. Die können wir auch nicht ausschalten, die sind im Grundgesetz. Das kann keine Regierung umändern. Ich warte wirklich ab, bis es heißt, der deutsche Bürger darf nicht mehr raus. Der kriegt Hausarrest und darf nur noch alles online bestellen. Kann ich schon allein nicht machen. Wegen diesem Idioten. Aber dann, ganz ehrlich, da braucht... das? Ja. Er kann die Regelung einführen, das ist es ja halt. Wenn er jetzt wirklich die unbegrenzte Macht dazu bekommt, na dann Brustmahlzeit. Ja, aber das kann er ja nicht. Also er kann es theoretisch einführen, aber warum soll er das machen? Es gibt immer noch mehr als genug alte Leute, die überhaupt nicht raus können. Die im Altenheim wohnen, da kümmern sich ja dann die Pfleger drum. Es gibt auch noch einfach... Nehmen wir meine Oma, die wohnt ohne jegliche Handy oder Internet. Da lassen die sich irgendwas einfallen, wirst du sehen. Ich warte jetzt nur noch ab, bis es knallt und wirklich die ersten Gebäude anfangen zu brennen wegen den Idioten. Und mir kann jeder erzählen, was er will. Die tun Deutschland definitiv nicht gut. Auch wenn es jetzt rassistisch rüberkommt, aber diese Partei von denen, ne. Die regiert halt schon ein halbes Jahrhundert. Ja, und siehst ja, wo Deutschland jetzt steht. Wo stand es vor nach dem Krieg? Ist auch nicht wirklich besser. Also, doch, definitiv besser als jetzt mit der CDU. Ja gut, aber da setze ich auch meine persönliche Meinung. Ich brauche auch keine AfD an der Macht. Die will ich ja auch nicht an der Macht haben. Genauso wenig wie die NPD oder sonst irgendwas. FDP oder Grün, na die sowieso nicht, die Sex mit Kindern freigeben wollen. Die sind bei mir sowieso hart unten durch. Echt? Ja, die haben auch schon den Vorschlag beim Bundestag gebracht, dass doch Sex mit Minderjährigen gebilligt wird. Seitdem ich das gehört habe, sind die Grünen bei mir aber so hart unten durch. Und darunter zählt auch der Ex-Mann meiner großen Stiefschwester. Der gehörte nämlich der Partei an. Ja, oh Gott. Anderes Thema kurz. Es gibt ja Werfer, Dropper und es gibt ja noch diese Sache neuerdings. Wie heißen die? Beobachter. Auf Deutsch Beobachter. Spectator. Observer auf Englisch. Nicht Spectator. Ja, Observer, aber wie. Ja, genau, Observer. Damit baust du dir ja automatische Melonen, Kürbis. Ja, hatte ich gerade vor. Platz können wir bekommen. Oder? Hast du nicht Platz können wir nicht bekommen? Der Mason will Quarz haben und verkauft dir später Quarzblöcke. Ihr tümmelt ein Ei rum, cool. Ja, in der Folge 18 Minuten, kaum was Sinnvolles gemacht. Ich bin so ein Held. Ich bin so ein Held. Okay, das würde theoretisch funktionieren, ist aber auch kacke. Ja gut, dann warten wir ein bisschen Quarz haben. Da brauche ich aber auch Justin. Warum? Hast du noch nie so eine Farm gebaut? Nee, warum auch? Ich habe bisher immer eine Mod mich das machen lassen. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, ich habe davon auch schon Videos gemacht, wie man die baut. Mir fallen auch im Kopf einige Ideen ein, aber die erste war halt wirklich mit Quarz. Und wenn ich nicht genau Videos habe, dann habe ich das aber in einem anderen Vanilla-Projekt schon gemacht. Schleichwerbung für meine eigenen Videos. In der du nicht mal sprichst. Ne, das waren die allerersten. Da hatte ich auch noch kein Mikrofon. Ne, aber in den anderen Vanilla-Folgen, wo ich auf jeden Fall schon automatische Farm baue, da spreche ich natürlich auch. Warum sollte ich da nicht sprechen? Der nächste ist gemaxt. Die hätte ich doch jetzt mitnehmen können. Hätte ich doch jetzt mitnehmen können. Ich wollte auch noch den Eingang zur AFK Angelfarm verbessern und schöner bauen. Warum? das nicht. 1, 2, 3, 4. So. Nicht dein Ernst, dummer Farmer. Apropos CO2, falls du Langeweile hast, du kannst schon mal probieren, den Farmer-Villager hierher zu kriegen. Ist scheiße, Darko. Weil die dort Brot sich zuwerfen und du brauchst einen, der kein Brot im Inventar hat. Du musst den komplett voll mit Seeds machen, damit dann das Weizen von dem Hopper-Minecart eingesammelt wird unterirdisch. Ja, aber wenn der ja Brot hat, ist es ja nur piepsiger, dass er Brot hat. Oder? Ist ja auch dann der Slot voll. Ja, stimmt, er darf kein Weizen dann im Inventar haben, denn so wie er Weizen hat, verkraftet er das nämlich zu Brot. Und dadurch sind dann die Slots belegt. Genau, und das hat er ja nicht, weil er nie mit Weizen in Berührung kommen kann. Weil er ja, ansonsten müsste ich einen komplett neuen, frischen, wirklichen Baby-Villager direkt einfangen. Wie du es machst, ist ja Schnuppe. Ja, wir haben gerade keine Babys. Hä? Da waren doch die ganze Zeit. Ihr beide euch jetzt ins Bett legen und Babys machen. Ja. Babys werden irgendwann erwachsen, Darko. Ja, aber es kommen ja immer wieder neue. Nein! Weil du nicht mehr Betten gehst. Oh. Na gut. Kommt immer nur dann neue, wenn die Betten reichen.